Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Es kam leider 2 Tage lang nichts. Ich hatte halt vorgestern, also am 16. noch Geburtstag und hatte noch Prüfungen. Und da war leider nicht so die Zeit, um regelmäßig aufzunehmen. Ich habe immer noch einige Prüfungen, aber ein bisschen mehr Zeit jetzt wieder. Ja gut, mehr Zeit würde ich nicht mal sagen, weil es läuft da Europameisterschaft und ich gucke jedes gottverdammte Spiel. Naja. Wir sind jetzt in der Main Story noch dran. Und da ist irgendwo ein Gewölbe in der Nähe. Die Frage ist, wo? Und die andere Frage ist, machen wir das Gewölbe? Was ist denn da unten? Eine umkämpfte Truhe, aber wieso sind denn da die Gegner immer noch? Oh! Oh, eine Truhe entdeckt schnell. Ja, guck mal. Plötzlich finden wir Sachen. Plötzlich finden wir noch ein paar Sachen. Wunderbar. So. 660 Meter haben wir noch vor uns. Kann ich eigentlich keine Schnellreise dahin machen? Nee, das ging ja nicht. Stimmt, 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 stimmt. Bei der Schatzkammer wartet ja irgendein krasser Gegner. Ach nee, scheiß aufs Gewölbe, komm. Ab aufs Pferd. Und dann würde ich sagen, alle hopp Richtung Schatzkammer. Oh, ich muss da alles hochgehen, wow. Na, das wird ja lustig. Das wird ja ein lustiger Aufstieg. Oh, da oben ist noch eine Truhe. Ja, ein paar schöne Belohnungen zum Mitnehmen. Ambrosia hätten wir auch noch. Also die Truhe, die hole ich safe. Und das Ambrosia auch, weil wenn dieses Ambrosia geholt wird, könnte ich meine HP erhöhen. Natürlich nicht heute, weil oder beziehungsweise erst nach dem großen Bossfight, weil das würde ja wenig Sinn ergeben. Och shit, das würde ja wenig Sinn ergeben, vor dem Bossfight nochmal zur Halle der Götter zu gehen und dann den ganzen Weg von Gaias Seele nochmal zum Boss laufen. Das würde ich jetzt überhaupt nicht fühlen. Und hier hat's Gegner. Alright, alright. Na dann. Okay. Meine lieben Damen. Ey! Sag mal. Geht's noch? So, runter mit dir. Ist kaputt. Oh, schön kommst du runter. Kann man nämlich den hier machen. Und du hast sogar überlebt. Der Sabbalot. Aber der andere nicht. Okay. Gut, 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 gut. Her mit der Truhe. Her mit der Truhe. Ja, okay. Ja, einfach ein paar Materialien. Ist okay. Das Ambrosia. Was habe ich denn jetzt? Kernherausforderung. Ah, ist wieder eine neue Woche in Immortals, ne? Besiege Kyklopen. Aha. Community-Herausforderung. Sammle olympische Feigen. Gib 2 Blitze des Zeus. Führe Kopfschüsse aus. Gib 2 Ambrosia. Alright. Besiege Gegner. Wunderbar. 50 lila Adamantscherben. Besiege Geisterkrieger. Habe ich zwar nicht gemacht, aber nehme ich mit. Besiege 100-Armige. Gib Charons Münzen. Das war's. Das ist jetzt noch für 6 Tage gültig. Blaue Pilze sammeln. Betäube Gegner. 300.000 müssen da betäubt werden von der Community, okay. Besiege Gegner mit dem Schwert, das ist easy. Bezwinge Chimären, besiege geisterhafte Schurken. Okay. Ja gut. Ein paar schöne Goodies bekommen. Das nimmt man doch immer gerne mit. Das nimmt man doch immer gerne mit. Und hier nochmal ein Ambrosia, auch wenn ich es rein theoretisch jetzt gerade nicht brauche. Egal. So. Hier alles mitnehmen, bitte. Guck mal. Lohnt sich doch. Alles zu checken. So. Her damit. Wunderbar. 10 Ambrosia habe ich jetzt. Bisschen viel, hä? Was haben wir eigentlich da drüben? Da ist doch safe irgendwas.
Kannst mir doch nicht sagen, dass da einfach nichts ist. Da? Okay, da war ich schon. Oh! Wo war... Aha, da ist was. Was ist da? Ambrosia, sag ich. Ein Gewölbe. Interessant. Da ist tatsächlich nichts. Ah. Tatsächlich nicht. Okay. Ja, gut. Dann, fliegen wir jetzt Richtung Schatzkammer. Nehmen hier noch den Pilz mit. So. Aufs... Oh, eine Fresko-Herausforderung wäre auch noch hier. So, du betrittst den Hain des Kleos. Also die... Guck mal, da ist auch ein Ambrosia. Lol. Eines, welches ich nicht gesehen habe. Frechheit. Aber nehme ich mit. Jetzt sind wir nämlich wieder im Gebiet der Athena. Ist es Athena? Hab ich's wieder verwechselt? Athena, genau. Ja. Na dann, hello. 1100 Damage. Damn. Ja. Zwei Schüsse und die sind am Arsch. Feier ich. Okay, das war jetzt so 700. Okay, dann halt 3. Den da bitte noch. Zack. Nochmal, langsam geht mir die Ausdauer aus. Muss ich gucken. So. Oh, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Hehe. Zack. Das war jetzt wieder 1000. Na gut. Und hopp. Schönes Timing, Phoenix. Okay. Wie mache ich die Laser weg? Also da habe ich erstmal gesehen, olympische Feigen. 4 Stück. Das nehme ich selbstverständlich direkt als erstes mit. So, Dele. Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass es so viele Kisten hat, ha? Aber wie soll ich das denn machen? Ist das da vielleicht eine Hilfe? Was ist das? Was ist das da? Hello? Echt, ist da... Okay, nee, da passiert nichts. Ja, was mache ich denn? Was ist hier das ist Ziel der ganzen Geschichte? Warum sind das für Malereien? Mit was helfen mir die? Helfen die mir überhaupt mit was? Oder ist es einfach nur Dekoration? Man, das muss ja aus einem gewissen Grund auch hier sein, oder? Also, wenn ich das jetzt... Moment. Wenn ich das jetzt so... hier hinpacke. Ja, komm. So. Hilft mir das nur so semi weiter? Vor allem, wie wäre das Bild überhaupt aufgebaut? Das ist links oben. Das hier ist rechts, links unten. Rechts oben. Rechts unten. Okay. Rausgefunden hätten wir es ja schon mal. Aber jetzt ist das Zeug da. Ich meine, ich brauche Kisten. Oh, hier geht's auch rein. Aha, hier ist auch eine Kiste. Die sind tatsächlich hier versteckt, die Kisten. Okay. Okay. I see. Ey. So. Packen wir mal hier hin. Komm schon. Oder muss ich das da drauf packen? Oh shit. So. Sehr gut.
Der da hält auch beide auf. Jetzt brauche ich noch zwei Stück, ne? Die große Frage, die 1-Million-Frage ist jetzt natürlich, wo sind die? Und die müssen ja hier irgendwo in der Nähe sein, ne? So, den nehmen wir noch mit dem Blumennektar. Also da ist sicher nichts mehr. Wo könnten die Kiste denn sein? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but me. Ja, ich hör auf. Ich brauche irgendwie einen Überblick. Hier. Komm schon, halt dich doch fest. Du kletterst doch sonst immer so gerne. Okay. Wo sind hier Kisten? Okay, nee, das mache ich mal nicht. Ja. Was ist denn da? Ein Bär. Hallo. Na du, und eine Sau. Oh shit. Eine Sau auch noch. Sag mal. Oh. Noch eine Sau. Und noch ein Bär. Weg mit dem, mein Lieber. Und zack. Tschüss. Okay. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Mein Pferd ist schön da oben am Verweilen. Wo sind denn diese Kisten? Man, irgendwo muss doch was sein. Irgendwo. Die Frage, wo ist dieses? Das ist die große Frage. Wo ist dieses irgendwo? Ist da drüben was? Müsste ich was gucken. Oh shit, da ist doch Granatäpfel. Ich bin jetzt so schnell abgelenkt immer. Ist da oben was? Nee. Okay. Ja, die Granatäpfel nehme ich natürlich mit, ne? Da kenne ich nichts. Nicht klettern! Schlagen! Oh. Hallo. Oh. Hier ist... Ne, wo ist denn der andere hin? Hat's noch? Ne. Okay. Die Pilze noch. Und hopp. Mal gucken, ob hier eine Kiste irgendwo ist. Was ist denn das da? Große Kiste. Aha! Die könnte ich auch brauchen, wenn ich ehrlich bin. Die könnte ich auch brauchen. So. Meine fliegenden Zuckerschnuten. Ihr seid jetzt als erstes schon mal schnell dran. So, Nummer 1 erledigt. Let's go for number 2. Zack. So. Okay, hallo meine kleine dicke Gorgone. So, mach du nur das Zeug da. Ey! Oh shit! Gut ausgewichen, Phoenix. Gib ihm so richtig. Jawohl. So ist brav. Betäuben, danke. So, komm, komm, komm. Wunderbar. Der nächste bitte. Danke. Ah, oh, shit. Mach was halt so. Odele. Okay. Hätten wir erledigt. Und zack. Jetzt brauche ich Feuer. Das kriege ich von hier oben. Was ist denn das jetzt eigentlich, was ich hier mache? What the hell am I doing? Ist hier eine Lira? Ja, hier drin ist eine Truhe und eine Lira. Ja, dann gibt's halt heute die Schatzkammer noch nicht. Dann gibt's jetzt heute dieses Rätsel. Ist auch okay. Ich will eigentlich gerne die eine Fresko-Herausforderung auch noch abschließen gehen, wenn ich ehrlich bin. Oh, da kann ich rein. Moment.
Ah! Ich warte erstmal noch. Momentchen. Was ist hier? Ach so. Dafür sind die Kisten. So. So. Rein da. Okay, so. Hat das geklappt oder? Oder ist da eine Tür? Ist da blockiert? Ja, da ist blockiert. Ja, wunderbar. Wie mache ich das denn sonst? Sag mal ja, ein bisschen erkunden hier. Steine hätte ich auch noch. Kann ich hier gucken? Oh. Ach, guck mal, hier kann ich noch. Hier ist eine Öffnung. Aha, da ist eine Öffnung. Ach so. Ja. Einmal. Zweimal. Ach so. Wunderbar, Nummer zwei. Wo ist das dritte Ding? Das ist hier drüben, ha? Da muss ich irgendwie die große Kiste rausbringen. Ich kann ja jetzt mittlerweile auch die Kisten hier bewegen, ne? Ja, guck mal. Das kann ich mittlerweile auch. So. Drauf da. Ja, das ist halt schon extrem hilfreich, wenn das geht. So. Und jetzt muss die hier noch weg. Ja. Ah ne, die muss hier drauf. Moment. So. Ah, es ist nicht richtig drauf. So. Jetzt aber. Wunderbar. Da können wir doch reingehen zur Lira und zur Truhe. Phoenix kannte die Muse Calliope. Die sterblichen Inspirationen zuflüstern. Ja, ja, ja. Schade, dass für dich keine mehr übrig war. So, was ich jetzt machen muss, ist das Aufschreiben im WhatsApp, damit ich mir das merken kann. So. Ah, ich muss ein bisschen weiter wegstehen, damit ich es auch sehe. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4, das war's schon. Okay. Ja, gut. Dann war's das schon. Ist okay. So, Dele. Was ich jetzt noch probiere, ist hier reingehen. Und die Kisten kann ich natürlich für die Fresko-Herausforderung brauchen. Na, das geht natürlich nicht. Ich kann aber hier hochstehen. Und das Zeug hochholen. Einmal. Ach, shit. Geht nicht. Ich weiß nicht, wie er an die zweite kommen soll. Hallo? Jetzt geht's. So. Wunderbar. Also, dann werfen wir das einfach mal. Weil ich die anderen nicht gefunden habe. Ich nehme mal die vorsichtshalber auch noch mit, dann habe ich drei. So. Okay. Oh, guck mal. Alle perfekt nebeneinander geworfen. So, werfen. Und weg. Und nochmal weg. Wunderbar. So. Jetzt müsste das natürlich auch gehen, hier. Und zwar folgendermaßen. Erstmal Ausdauer erholen, okay? Das ist so mal die höchste Priorität. Dann kann ich mal das hier platzieren. So. Dann habe ich hier noch eine Kiste. So, Moment. Ja. Platzieren wir dich hier. So. Und dann... Nee, geht's noch nicht. Und zwar... Kommt die Kiste hier hin. So, dann kann ich die Fresko-Herausforderung auch machen. Wunderbar.
Also, das hier gehört nach rechts oben, das heißt. Und das hier gehört links nach unten. Dann machen wir zuerst den hier rein. Damit der zuerst in den Umlauf geht. So. So. Dann packen wir das hier auch hoch. Das hier ebenfalls hoch. So. Ja. Dann hier hoch und dann müssten wir es schon haben. Wunderbar, her mit der Belohnung. Yes, Baby, 2 Charonsmünzen. I am a rich fuckboy. Schöne Story. Okay, wir sind noch 200 Meter von der Schatzkammer entfernt. Und dahin gehen wir tatsächlich jetzt morgen. Für heute ist erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.